Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the Island. Ja, in der letzten Folge haben wir noch eine Quest abgehandelt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt oben keine Quest mehr drinstehen. Wir haben allerdings noch zwei Sachen hier drinstehen. Also die Sache mit den Büchern, die wir aber erstmal, denke ich mal, hier nicht kriegen können. Oder vielleicht doch, wenn wir unterwegs irgendwas finden, kann ich sie natürlich wieder reinmachen. Und Grundlagen des Anbaus, Obst und Gemüse. Ich denke, dass das nur so viel heißt, wie dass ich ja noch weitere machen kann. Sammle Erde für die Nutzpflanzen und so weiter. Das haben wir ja alles schon gemacht. Entsprechend denke ich, dass damit vielleicht gemeint ist, dass wir genau das machen sollen, was wir jetzt in dieser Folge machen. Wie ihr seht, habe ich hier, ich meine, hier vorne war es ja sowieso schon ziemlich kahl, aber ich habe hier links noch ein bisschen weiter gearbeitet, damit wir eine größere Fläche frei haben und hier oben auch schon mal eine größere Fläche frei haben. Ich denke, dass ich wohl noch einen Streifen nach oben bauen werde, dass ich dann da oben die Bäume noch wegbauen werde, aber da muss ich dann gleich mal schauen, inwiefern ich da weiterkomme. Ich werde jetzt erstmal fleißig noch ein bisschen Erde sammeln. Ah, da sind auch Würmer bei gewesen, sehr schön. So, dann das dritte war es, glaube ich, genau. Dann setzen wir hier noch eins drunter und sammeln wieder fleißig Erde. Und sammeln damit auch fleißig Würmer, was gar nicht mal so schlecht ist. Allerdings können die Würmer wohl auch, ja, schlecht werden sozusagen. Also die haben, glaube ich, auch so eine Art Verfall. Wenn ich mir, obwohl hier steht jetzt drin, dass Verfall drin ist, da steht es nicht drin. Ah, hier. Würmer können zum Fangen von Fischen und für so manch ein Rezept verwendet werden. Ih, das hört sich irgendwie... Ich hoffe, die meinen nicht das Essen. Sie werden schlecht, wenn du sie nicht in ihrer Wurmzucht hältst. Eine Wurmzucht, das habe ich mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe es irgendwo gesehen. Ich weiß aber nicht mal wo. Oder war das hier? Insekten? Aquarium? Nee, aber das war, glaube ich, wirklich irgendwas mit Würmern, meine ich. Es kann aber auch sein, dass das tatsächlich dieses Insektenhaus gewesen ist, wobei ein Wurm meines Erachtens nach kein Insekt ist. Aber gut. Stall, Hühnerstall, Ferkel, Lamm. Moment, Silo? Dieses Lager ist exklusiv. Achso, exklusiv für Tierfutter vorgesehen. Alle Futterbehälter in deinen Gebäuden werden automatisch aufgefüllt, wenn Mitarbeiter auf deiner Insel arbeiten. Ah, ja gut, das ist dann wohl eher was für später, weil Mitarbeiter können wir uns natürlich noch nicht leisten. So, Nutzpflanzen. Ich denke, dass wir jetzt hier im Weg stehen. Ja, ich habe es schon geahnt. Dann, wenn wir hier noch ein bisschen was weitermachen. Das wollte ich euch eigentlich ersparen, dass ihr mir jetzt die ganze Zeit dabei zusehen müsst, dass ich jetzt irgendwelche monotonen Arbeiten machen muss. Aber zugegebenermaßen, ich habe komplett vergessen, dass ich ja noch die Erde brauche, wenn ich mich da um diese Beete kümmere. Deswegen, ja, tut es mir jetzt wirklich leid, aber da müssen wir jetzt durch. Ich habe die Aufnahme schon gestartet und... Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, es geht ja auch relativ schnell eigentlich mit den ganzen Sachen. Ich mache hier mal... Ja, das hakt hier nicht ein. Das ist so ein bisschen blöd. Doch, da hakt es dann wieder ein, wenn ich hoch und runter mache. Also ein bisschen komisch. Hier hakt es wieder ein. So, jetzt haben wir keine mehr. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich so nach oben wegbaue. Das habe ich nämlich in anderen Spielen auch immer mal gerne gemacht. Dass ich... Jetzt muss ich mal eben schauen. Da haben wir jetzt natürlich nur vier von. Das ist doof. Aber da werden wir bestimmt noch mehr kriegen, wenn das dann da oben rechts gemacht ist. Moment, die habe ich jetzt in der 5. Werde ich die Karotten mal hier einpflanzen. Übrigens könnt ihr... Wie, die trägt bereits Samen. Hä? Nee, meine ich doch. Ist nämlich nicht so. Ihr könnt auch hier... Grundlagen des Anbaus, Quest aktualisiert. Ah, okay. Das hat also tatsächlich irgendwas damit zu tun, dass wir mehr anbauen sollten, so wie es aussieht. Schauen wir nochmal kurz rein. Ja, und die ist jetzt weg. Genau, das war eigentlich das, was ich gesagt hatte. Oder beziehungsweise gedacht hatte. Was ich aber natürlich nicht gewusst habe. So, das tun wir erstmal wieder rein. Dann würde ich sagen Brokkoli. Wir können natürlich alles direkt schon mal mitnehmen. Moment. Dann weiß ich nämlich auch genau, wie viele wir erstmal brauchen.
Blumenkohl haben wir auch noch nicht und... Achso, ich habe keinen Platz mehr. Okay, jetzt weiß ich, warum ich das nach und nach machen wollte. Okay, Brokkoli habe ich schon mal in der 5, also in, auf der Nummer 5 in der Hand drin. So, machen wir das schon mal rein. So. Natürlich immer schön bewässern, so wie im wahren Leben auch. Dann würde ich sagen, dass wir, das ist eine 5, ne, dass wir die Kartoffeln als nächstes machen. Ja, ich stehe wieder auf dem Falschen. Ist okay. Dass der das nicht automatisch dann macht, finde ich ein bisschen blöd, aber naja. Ist halt so gemacht, ist nicht so schlimm. Dann meckert er halt. Auch gut. So, dann haben wir, Moment, Kartoffeln haben wir gerade gemacht. Dann müssen wir noch die Rüben auf jeden Fall machen in die 5. Die müssen wir hier reinmachen. Ja, ich habe wieder falsche Taste gedrückt. Irgendwie habe ich es heute damit, immer die falschen Tasten zu drücken. Nein, die trägt keinen Samen. Deswegen möchte ich ja was einpflanzen, du Dummdödel. So, viel Wasser haben wir allerdings auch nicht mehr. Ich habe übrigens irgendwo mal gehört oder gelesen, ich glaube, es war auf Steam, ich bin mir nicht sicher, dass man wo angeblich 4 Felder auf einmal bewässern können soll. Blumenkohl hatten wir auch noch nicht genau. Den machen wir schon mal rein. Aber wir müssen dann erstmal gucken. Also Blumenkohl und auf jeden Fall Kaffee. Ich würde sagen, den Kaffee machen wir dann vielleicht auf die rechte Seite. Damit das nicht zu weit... Oh nein, jetzt sag mal bitte nicht, dass der die Erde nicht auf... Oh, er nimmt die Erde nicht auf. Ah! Moment, Moment. Die habe ich auf jeden Fall reingemacht. Das kann auch weg. Das auch. So. 10 Erde, ja, da müssen wir aber noch ein bisschen. 12, 14, 15 oder so. Ich weiß nicht, ob das eine jetzt 2 waren oder 1 war oder gar nicht oder überhaupt. Okay, dann machen wir die mal da oben hin. Die noch da unten und. Moment, das war jetzt. Blumenkohl. Das auch da. Achso, ich habe kein Wasser mehr. Ah. Müssen wir natürlich wieder welches holen. Was ich wohl auch schon gesehen habe, dass man sich eine Wasserpumpe, hieß es, glaube ich, hier hinstellen kann. Da sollten wir dann vielleicht auch mal relativ zügig nachgucken. Ist das ganz aufgefüllt? Ja. Da sollten wir vielleicht mal zügig nachgucken, dass wir das so in die Nähe von unser Haus stellen können. Weil ehrlich gesagt, es nervt, oder vielleicht hier oben in der Nähe von den Beeten hinstellen. Weil es nervt mich ehrlich gesagt doch tierisch. Ah ja, jetzt habe ich 2 gemacht. Oh, vielleicht kann man tatsächlich so immer 2 auf einmal machen. Das wäre cool. Weizen haben wir jetzt natürlich noch nicht. Ne? Ach so, das eine konnte ich nicht aufnehmen, weil ich keinen Platz hatte, glaube ich. Genau. Achso, das eine ist voll rausgegangen. Na gut. Dann machen wir jetzt hier die 5 rein. Also sprich Kakao. So, Gießkanne. Ich stelle mich mal in die Mitte. Ja doch, jetzt hat sie beide gegossen. So, das große Problem ist jetzt nur, ich muss jetzt hier doch noch eins weiter nach links gehen. Zum einen soll es natürlich auch gut aussehen, das mal so nebenbei. Aber zum anderen... Nö, dein Ernst? Müssen wir noch ein bisschen holen, okay. Dann machen wir das doch. Das waren 2. Was haben wir hier? Tasche ist voll. Okay, können wir nicht machen. Kümmern wir uns gleich drum. So. Weizen, genau. Weizen, das dann auf die 5. Einmal die 5 und zack. Nein, trägt sie nicht, deswegen stehe ich ja hier. So. Da seht ihr dann, wie gut das vollstatten geht. Kann ich es jetzt nehmen? Ja, perfekt. Rüben habe ich irgendwo, glaube ich. Ja, genau, das dritte von links. Ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwo auch mal eingebaut. Beziehungsweise eingepflanzt, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo.
So, das tun wir erstmal alles wieder rein. Dann bin ich jetzt am Überlegen. Wir müssten theoretischerweise ja auch noch andere Sachen bauen. Zum Beispiel, also ich würde ehrlich gesagt den einfachen Herd überspringen und würde direkt den verbesserten Herd nehmen. Weil hier steht, ermöglicht dir die Zubereitung von mehr Mahlzeiten und Gegenständen als der einfache Herd. Wenn ich es richtig verstehe, hat der einfache Herd Sachen und der verbesserte Herd genau die gleichen Sachen, nur noch mehr obendrauf. Entsprechend würde ich mir das ehrlich gesagt gerne herstellen. Das heißt, ich brauche vier Nägel, vier Eisenbarren. Das müssen wir erstmal gucken. Ich brauche, glaube ich, nämlich für die Nägel Eisenbarren, genau. Das heißt, aber das sind fünf Nägel, glaube ich. Das heißt, fünf Eisenbarren müsste ich theoretisch machen. Habe ich den Brennholz? Ja, doch, habe ich dabei. Aber ich habe das Eisen nicht dabei, oder? Natürlich nicht. Warum sollte ich das Eisen noch dabei haben? Ne, Moment, Stein, Eisenerz, so. So, dann habe ich nur vier. Das ist Mist. Hatte ich jetzt gerade gesagt, ich brauche vier Nägel und vier Eisenbarren? Oder ich brauche. Ja, vier Nägel, vier Eisenbarren. Oh, das ist doch Mist. Da müssen wir das erstmal laufen lassen und nochmal in die Mine gehen. Da haben wir ja, glaube ich, aufgrund dessen, dass ich müde war oder so, nicht so viel abgepflanzt, meine ich. Abgepflanzt, Quatsch. Abgebaut. Nee, nicht aufgrund, dass ich müde war. Oh, Hochleveln ist da. Sehr schön. Beziehungsweise Hochleveln ist da, hört sich doof an. Ich habe es hochgelevelt, das wollte ich damit ausdrücken. Da liegt auch noch was. Sehr geil. Mal eben gucken. Das war, ach so, das war meine Weizensache. Die hatte ich da abgeworfen. Naja, gut, okay. Das ist übrigens, ich weiß nicht, wie lange das da drin bleibt, aber ich meine, die Sachen bleiben auf jeden Fall so lange liegen. Also wenn man das hier so weggeworfen hat, bis man tatsächlich sich komplett ausgelockt hat. Da ich jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehme. Moment, das kann ich nicht nehmen. Ah, wieso kann ich das nicht nehmen? Da muss der Weizen jetzt dran glauben, aber direkt gelöscht werden. So. Aber der Rest ist jetzt doof. Ich kann nur eins mitnehmen. Ah, das ist doch ärgerlich, Mann. Jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich gerade sagen wollte. Das können wir alles mitnehmen, aber dieses Rote halt nicht. Ich finde das auch doof. Bei manchen Spielen ist das ja so, wenn man das dann unten in die Leiste reinzieht, also hier bei 5 oder 7 zum Beispiel, dass man dann dementsprechend die Sachen nicht mehr im Inventar hat. Oh, jetzt brauche ich auch noch zwei Plätze. Was ich eigentlich sagen wollte, weil ich jetzt nämlich mehrere Folgen am Stück aufnehme, die ich natürlich unterteile, damit die einzelnen Folgen nicht so lange werden. Aber ich denke mal, ich bin noch gut so eine Stunde hier am Aufnehmen oder so. Werde natürlich in der Zeit nicht rausgehen zwischendurch. Und ich vermute ganz stark, dass. Och, das war das Gewitter. Ich dachte gerade schon. Ich vermute ganz stark, dass das in der Zeit wahrscheinlich dann auch noch alles hier drin bleibt. Es kann aber sein, ja, dass das dann vielleicht doch weg ist. Also ich würde dafür jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, dass das wirklich da ist. Also was ich so rauswerfe zumindest, was ich gelöscht habe natürlich, also was ich weggeworfen habe, das ist weg. Aber die Sachen, die ich jetzt nicht aufnehmen konnte und so weiter. Oh, hier ist auch wieder was Grünes. Ah, Leute, echt jetzt. Ah, ich muss auf jeden Fall nochmal eben zurück. Ich brauchte ja eigentlich nur das Erz, aber. Das ist unfair. Das ist wirklich, wirklich unfair. Moment, das war schon der richtige Weg, auch wenn man ihn nicht sehen kann. Ich glaube, ich muss da mal irgendwie einen Baum wegmachen oder so, damit ich sehen kann, wo ich hier eigentlich entlanglaufe. Was ist jetzt los? Warum ist sie jetzt so langsam? Hallo? Hä? Ich muss nur kurz Luft holen. Seit wann musst du Luft holen dafür? Hallo? So, Eisenerz habe ich dabei. Die Sachen tun wir mal alle hier rein. Ich hoffe, ja, das haben wir auch noch oben. Eigentlich müsste ich mal wieder dringend eine neue Truhe herstellen. Ich brauche Holzplatten dafür. Habe ich jetzt kein Holz? Ah, doch, aber keine Holzplatten gemacht. Okay.
Wie viel brauche ich denn für eine Truhe? 5. Das heißt, wir machen 4. Das nehmen wir auch direkt schon mal mit. Zack. So. Das oben übrigens werde ich auch mal wegtun. Ich werde vielleicht auch die Truhe wegmachen. Ich weiß jetzt nicht, was damit passiert, wenn man die öffnet. Also ich denke mal, dass sie dann halt offen ist. Dass man die vielleicht sogar noch benutzen kann. Ich bin mir nicht sicher. Nee, bevor ich jetzt hier irgendetwas verwende, mache ich jetzt erstmal noch eine kleine Truhe hier hin. So. So. Damit ich dann hier auch schon mal so die Sachen wie die Bretter und sowas wegmachen kann. Die Würmer, die ich jetzt im Moment nicht brauche. Fett und so, das brauche ich jetzt im Moment auch nicht, wenn ich in die Höhle gehe. Ich brauche... Was habe ich denn gesagt? Ja, Eisenbarren habe ich, aber ich brauche noch Nägel. Nägel, da kommen nämlich 5 raus. So. Ach so, Moment, jetzt habe ich das... Nee. Moment, mein... Wo ist denn mein Feuerholz? Habe ich das schon alles... Tatsache. Okay, das habe ich schon alles verballert hier. Jetzt muss ich das aber hier mitmachen. Ah, ich muss mir tatsächlich meine zweite Werkbank, glaube ich, bauen. Weil es ist wirklich sehr, sehr nervig, wenn man dann die ganze Zeit daneben steht und dann darauf wartet letztendlich, dass die Sachen fertig werden. So, Moment. Ich muss mir Feuerholz machen. Das geht aber eigentlich relativ schnell. Das dauert allerdings doch ein wenig länger, als ich gedacht hatte. Na gut. Dann müssen wir jetzt halt warten. Dafür wird aber das Wetter wenigstens wieder schön. Das ist ja auch schon mal was. Können wir auch noch mal kurz hier gucken vielleicht. Verbesserter Herd. Brauchen wir noch 10 Holzplatten für und Klebeband. Jetzt habe ich wieder einen Eisenbarren zu wenig. Genau, den Eisenbarren. Ah nee, den kann ich ja nicht machen ohne das Zeug. Deswegen wollte ich das doch eigentlich machen. So, einen Eisenbarren. Klebeband, was habe ich gesagt? 5? Nee, 4. Dafür brauche ich dann aber wieder das Zeug, was ich jetzt hier reingetan habe, weil ich ja eigentlich nochmal zur Mine gehen wollte. Es ist so klar. So, zack. Den Eisenbarren haben wir. Und 10 Holzplatten brauchen wir dann noch. Das heißt, die Sachen können wir dann schon mal... Also das brauchen wir. Das tun wir rein. Eisenerz können wir auch wegtun. Die Eisenbarren brauche ich, die brauche ich. Das können wir wegtun. Das Feuerholz können wir eigentlich auch wegtun. Das können wir wegtun. So, das. Und... Ja, eigentlich 9, aber gut, man kann ja nur 10 machen. Dann warten wir da noch eben drauf. Und dann... Können wir direkt schon mal das zweite machen? Wir dürfen. Wir müssen es auch direkt wieder hinlegen. Das ist doch alles wieder. Aber die Sachen können wir zumindest noch mal schnell holen aus der Mine. Auch wenn wir dann vielleicht am nächsten Tag da weitermachen müssen. Obwohl, wir können eigentlich jetzt dahin. Ich bin auch doof. Wenn das sowieso so lange dauert. Und dass das letzte natürlich ist. Ein bisschen Platz. Ja, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Seid ihr eigentlich ein Pärchen? Ein Froschpärchen da vorne? Aber die antworten nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nicht so Quark, Quark oder sowas kommt. Hallo, sollst du das mitnehmen? Silikonerz, Blauerz. 3 Plätze haben wir noch frei. Mal gucken. Vielleicht können wir hier... Wahrscheinlich müssen wir dann wieder zurücklaufen, weil dann wieder irgendwas nicht aufgenommen wird. Oh, nee, okay. Den können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Immerhin. Hier vorne wäre jetzt noch was, aber egal. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt alles auf einmal machen. Ich hätte es natürlich schon gerne alles auf einmal gemacht. Da sind übrigens 2 verschiedene Fische drin. Ne? Irgendwie sowas wie ein Koi-Karpfen. Und irgendwas Blaues. Irgendwas in Blau. So. Das ist endlich fertig. Sehr schön. Dann können wir den verbesserten Herd machen. Den würde ich sagen... Machen wir in der Nähe von den Sachen hier, aber wir brauchen dann auch irgendwas daneben. Also noch, ja, ich würde sagen, mit ein bisschen Abstand auf jeden Fall.
Also sonst sehen wir nachher das Feld nicht mehr. Vielleicht so hier. Was auch wichtig ist, das habe ich nämlich mal gesehen bzw. gelesen hier. Das ist eigentlich mit der Eisentruhe. 25 Slots. Ach so, das ist nur, weil die größer ist. Okay. Was ich gesehen habe, es gibt Kühlschränke. Bewahre Gegenstände in dieser Truhe mit begrenzter Kapazität. Verringert das Verderben von Gegenständen um 50%. Das ist natürlich nicht so viel. Es sind auch nur 10 Slots frei. Und hier bewahre hier Gegenstände auf, hoppala, damit sie nicht verderben. Hat sogar die doppelte Größe. Also die doppelten Slots. Der Nachteil ist allerdings, dass wir hier Elektronik 4 brauchen und ich keine Ahnung habe, wie lange das dauert, bis man da hochgelevelt ist. Also wenn ich mal so überlege, Nahrungssuche haben wir so zwischendurch mal gemacht. Sind wir jetzt auf 2. Elektronik hätten wir 200. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die das da... Wir haben schon 50 von 200. Wir haben nur noch gar nichts gemacht in Elektronik. Hä? Bin ich doch ein bisschen verwirrt. Wir haben 50 von 200. Wir haben doch... Oder ist mit Elektronik eventuell auch gemeint, dass man Schrauben und so machen kann? Gehört das irgendwie zu... Weil es ist ja eigentlich keine Elektronik, aber gehört das vielleicht irgendwo dazu? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir schauen nochmal ganz schnell in den Herd rein. Oder auch nicht... Ich wollte das eigentlich machen, bevor wir uns hinlegen, aber ja, Madame hier möchte das irgendwie nicht. Dann würde ich sagen, dass wir noch eben schnell was essen, damit wir keinen Hunger haben, wenn wir wach werden. So, dann vielleicht auch nochmal kurz nach was Neuem gucken. Das ist ja auch wichtig, weil wir müssen ja auch die Äpfel dann holen, damit die dann auch wieder nachwachsen können natürlich. So, machen wir hier nochmal einmal. So, dann einmal die 8. Zack. Dann die 5. Nochmal auffüllen. Ich weiß, du bist total müde. Was ist eigentlich mit dem? Ja, da haben wir noch die Erze drin. Können wir das noch machen, bevor wir jetzt hier komplett zusammenbrechen oder nicht? Nee, Moment, das war es nicht. Da habe ich jetzt das Eisenerz reingetan. Das war eigentlich das, was ich alles so... Nein, du sollst das nehmen, wo ich vorstehe. So. Da habe ich eigentlich soweit alles andere drin. So, das Grüne haben wir gar nicht drin. Tun wir das mal raus. So. Hallo? Das können wir auch nicht. Das heißt, die Sachen... Also irgendwie klappt das mit der Shift-Taste nicht so richtig. Ich weiß auch nicht. Also ich mache es lieber hier unten. Dann habe ich die Sachen direkt so drin. So. Das heißt aber, ich habe hier auch noch welche. Ne, da. Den Rest können wir ja soweit drin lassen. Das ist nicht das Problem. Aber zumindest das Eisen war es, glaube ich, dann da rein tun. So, ich denke, dass das tatsächlich irgendwie die Schrauben sind. Ich weiß es nicht, aber ich denke, dass das irgendwie damit zu tun hat. So, dann räumen wir das erstmal komplett leer, beziehungsweise die Sachen auch noch. Und ja, dann würde ich eigentlich schon fast sagen, dass wir uns jetzt ins Bettchen begeben, dass wir dann hier auch einen kleinen Cut von der Folge machen und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Ich glaube, mit 8 Stunden ist die immer relativ ausgeschlafen. Bis dann. Ciao.